Was geht ab? Herzlich willkommen. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Serie. Ja, diese Serie heißt Kostas Road to M, weil ja die Europameisterschaft bald ansteht. Ja, ist noch gar nicht so lange her, dass Deutschland Weltmeister geworden, aber das ist eine Nebensache. Ich würde mal sagen, ich erkläre euch gleich die Regeln. Es geht natürlich um Costa hier. Wir haben eine Bronzemannschaft darum und eine normale Upgrade-Serie. Die Regeln werdet ihr jetzt auch hier sehen. Pro Costa-Tor gibt es 2 Upgrade-Punkte, pro normales Tor 1 Upgrade-Punkt, pro Sieg 2 Upgrade-Punkte, das war's eigentlich schon. Und ich will jetzt nicht so lange schnacken und wir gehen ins erste Spiel und euch viel Spaß und tschüss. Und tschüss, alles klar. Herzlich willkommen zum ersten Spiel. Hier sind wir gleich drinne. Wir kommen gleich mal hier rüber. Sehr schön gemacht, die überlaufen sich hier. Fernandes bringt jetzt die Flanke rein, Diego Costa. 1:0. So schnell geht's. Wunderbar. Wir jetzt gleich mal. Sehen wir das jetzt hier gleich mal mit den ersten 2 Upgrade-Punkten. Und hier gleich mit Diego Costa weiter auf Fernandes. Ich mach das 2:0. Ich wollte nur sagen, ich kommentiere das jetzt zum 10. Mal. Also, ich glaube, ich habe hier schon 40 Minuten nachkommentiert. Das tut mir leid. Also euch kann es ja eigentlich nicht interessieren, aber mich nervt es total. Aber ich gebe trotzdem mein bestes, schönes Tor. Wunderbar gemacht. Und jetzt muss es gleich so weitergehen. Upgrade-Punkte, wir wollen sie sehen. Diego Costa jetzt hier gleich mal. Aber wir gibt es jetzt die erste Chance für unseren Gegner. Alex Meyer mit der Riesenchance. Natürlich hat man heute das Team jetzt erstmal gerade nicht gesehen, weil mir da ein Fehler passiert ist. Aber das ist ja sowieso nicht so schlimm. Hat auf jeden Fall irgendwas um Meyer, wahrscheinlich eine Serie. Und jetzt kommt auch der Ball rein. Und jetzt gibt es hier die Chance. Knapp drüber. Gleich wir jetzt mal über links. Quasebli oder so ähnlich. Macht das sehr, sehr gut. Und ich bin erkältet. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Wir gleich hier mal über außen. Und jetzt holen wir uns den Ball wieder. 3:0. Und ich muss fast niesen hier. Ist echt gerade richtig schlimm. Ich gebe trotzdem mein Bestes. Quasebli mit dem 3:0. Verliert hier. Den Ball holt sich ihn aber wieder und dann macht er das Ding rein. Jetzt unser Gegner. Wunderschön gemacht. Geht hier über außen. Klasse gemacht mit der Ballrolle. Und der Schuss! Und unser Keeper hat immer ganz sicher gleich die nächste Chance für unser Gegner. Gleich die nächste Chance. Jetzt zieht er es ab! Und links unten. Rein ins Eck. Und jetzt ist wieder ein Tor weniger für uns. Und jetzt könnte es nochmal spannend werden. Jetzt hier unsere Mannschaft. Zieht mal ab! Und das ist das. Die Riesenchance vor der Halbzeit noch. Und jetzt gibt es nochmal von der Halbzeit einen Freistoß. Diego Costa wird diesen ausführen. Diego Costa. Zieht jetzt ab. Und der Ball geht knapp drüber. Und jetzt ist auch Halbzeit. Wir führen 1:3 gegen German Free Kicker. Free Kick oder so ähnlich. Und jetzt ist auch die zweite Halbzeit angebrochen. Meier jetzt gleich mal hier kriegt den Ball. Schickt jetzt seinen Mitspieler, der das wirklich gut macht. Kommt da und unser Keeper, Weltklasse, Tat vor mir, Schlussmann unserer Mannschaft. Diego Costa setzt sich hier krass durch. Gut gemacht, der fällt mir echt sehr, sehr gut. Trackback weg, verliert den Ball, holt ihn sich wieder, wie man ihn kennt. Mit seiner Füße, es geht hier mit dem Roulette vorbei. Diego Costa zieht ab und dann gleich die nächste Chance für unseren Verein. Und der ist auch drinne. Er hat gerade noch was geklackert, deswegen das hat mich gerade so ein bisschen irritiert. Deswegen war ich gerade nicht so da, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Costa setzt sich hier auch durch. Nochmal setzt er sich durch. Und Diego Costa geht über außen, bringt die Flanke. Und das ist ein Eigentor für unseren Gegner. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid. Aber wir nehmen auf jeden Fall den einen Upgrade-Punkt noch mit. Aber perfekt, Stürmermanier reingemacht. Klasse, so werden wir das doch sehen. Diego Costa jetzt auch gleich mit der Chance zum 6:1. Und jetzt gibt es nochmal hier Fernandes, der mit dem Dragback gut vorbeigeht. Legt ihn sich vor, nochmal vor und bringt jetzt die Flanke. Diego Costa setzt sich dann durch. 6:1 in der 90. Minute. Und jetzt mit dem 1:6 und dem Sieg, das spoilere ich jetzt mal, den wir jetzt schon haben. Das hätte jetzt, glaube ich, keiner erwartet. Gewinnen wir jetzt, haben wir schon 10 Upgrade-Punkte. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Da freue ich mich schon auf die Upgrades, die ich natürlich schon getan habe, wenn ich das hier nachkommentiere. Und jetzt ist das Spiel auch gleich zu Ende. Jetzt ist es amtlich. Wir gewinnen 1:6 gegen den Gegner German Free Kick. Und wir haben unseren Upgrade. Martinez, 67er.
Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist reingekommen in das neue Team Tschech. Das Gegnerteam ist Tschech, Baines, Mangala, Walker, Philipp Coutinho, Ramsey, Deulofeu, Mirallas, Feisal Skelebolasi, Iturbe und die Legende Didier Drogba, der auf 0 Chemie, 3 Chemie natürlich spielt. Und jetzt geht es auch gleich ins Spiel. Anstoß für uns. Und die erste Chance gibt es für unseren Gegner Bolasi. Bolasi geht über außen, gewinnt das Duell. Weltklasse gemacht vom Feisal-Skiller, der jetzt hier gleich mit den Übersteigern reingeht. Flache Flanke auf Iturbe. Und der macht das Tor. Sehr, sehr schön gemacht vom Argentinier. Und jetzt gibt es auch die erste Chance für uns, unser zentraler Mittelfeldspieler, auf Diego Costa. Diego Costa, klasse, verliert den Ball aber. Martinez! 1:1, der neue Zugang mit dem schönen Tor. Macht er ganz, ganz klasse hier. Und jetzt steht es 1:1. Diego Costa verliert hier den Ball und Martinez zündet ganz schnell und haut den Ball unter den Querbalken. Jetzt ein Eckball, der wird gefährlich. Keeper springt vorbei! Und das ist das 2:1. Oder 1:2 durch Fernandes. Sehr, sehr schön gemacht. Juan Fernandes, unser Keeper, springt vorbei. Und jetzt stört mich jemand. Beim nächsten Mal stelle ich mich auch beschäftigt bei Skype. Tut mir leid. Ich torbe jetzt über außen. 45. Minute. Macht das gut. Macht ein paar Drehungen. Bringt die flache Flanke. Drogba, die Legende. Mit dem 2:2. Wunderschön gemacht. Ganz, ganz klasse, wie man von ihm kennt. Von frühen Zeiten noch. Wahrscheinlich jetzt ist er auch noch so gut. Und wir jetzt gleich mal hier. Und es ist auch Halbzeit. Und die nächste Chance gehört in der zweiten Halbzeit uns. Didier Drogba, würde ich schon sagen. Diego Costa natürlich. Mit einer riesen Chance. Und der Keeper hat ihn noch drüber gegeben. Nämlich Petr Cech. Aaron Ramsey jetzt. Zieht jetzt mal ab und dann haut er einen Sonntagsschuss raus in den Winkel. Wunderschönes Tor durch Aaron Ramsey. Und jetzt kriege ich jetzt 1000 Skype-Nachrichten, das tut mir wirklich leid. Und jetzt die erst nächste Chance für uns. Querbälle wahrscheinlich, ich weiß gerade nicht. Und dann wird hier ein schöner Dragback-Fake ausgefahren. Und das ist das 3:3. Es muss jetzt wahrscheinlich in die Verlängerung gehen. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Yes. Das tut mir jetzt wirklich sehr, sehr leid. Aber ist jetzt auf jeden Fall die Verlängerung angebahnt. Yannick Bolasi jetzt auch hier über außen macht das gut. Jetzt leckt gerade hier mein Programm, aber Yannick Bolasi geht hier rein und jetzt macht er das Tor zum 4:3 für die Gegner. Und jetzt müssen die einem Rückschritt hinterher rennen. Und jetzt bleiben wir mal stehen, probieren gleich mal hier was. Spielen den Pass, wollten den spielen, verlieren den Ball, holen uns den Ball wieder. Sehr, sehr schön gemacht. Oh, Alter, die nerven jetzt hier aber. Diego Costa. Und dann hier der schöne Pass. Und dann ist es Diego Costa, der das 4:4 macht. Und jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Sehr, sehr schön. Und jetzt geht's ins Elfmeterschießen. Natürlich zählt hier nur der Sieg. Wenn man Tore machen zählen würde, das wäre natürlich viel zu einfach. Und ja, Nicola sieht gleich in der ersten. Und unser Keeper holt den Ball raus. Klasse gemacht. Und unser Keeper Diego Costa macht das gut. Oh, Alter, die gehen jetzt auf Nerven. Diego Costa unter die Latte. Ich glaube, ich war ganz, ganz schnell beschäftigt. Das geht ja ziemlich schnell. Man muss das von den Status beschäftigt. So. Und jetzt ist auch das nächste Tor gefallen. Was mache ich denn hier? Nächste Tor. Und für unseren Gegner Quebele mit dem 2:1. Die Tore jetzt. Hier macht das. Den Elfmeter jetzt. Zieht ab! Und der Ball ist drinnen im Netz. Ich hoffe, das Commentary war heute sehr, sehr schlecht, weil die davor, die ich kommentiert habe, war viel besser. Aber es tut mir leid. Martinez jetzt mit dem Elfmeter! Ich habe jetzt auch keinen Bock, das nochmal zu kommentieren. Mirallas mit dem Elfmeter, da ich es ja schon fast 10-mal kommentiert habe. Mirallas natürlich macht das sehr, sehr gut. Ganz locker. Und jetzt der nächste Spieler von uns. Der Elfmeter wird geschossen und der Ball ist drinnen. Wunderschön gemacht. Und jetzt der letzte Schuss. Philipp Coutinho und Sakiba holt den Ball. Sehr, 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 sehr schön gemacht. Unser Keeper holt den Ball raus. Und das war's auch von diesem Video. Wenn euch das gefällt, lasst ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und natürlich auch den Bonnie und den Fabi. Und jetzt würde ich sagen, das war's eigentlich auch von dem Video. Schreibt es in die Kommentare, wenn euch die Serie gefällt. Weil ich hoffe, dass euch das sehr, sehr gefällt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.